Auf, bevor du einen Tresen gebaren siehst. Bis. Ein riesiger Dino kann sich mit der Tresen rumwagen. Ja. Beste Übersetzung. Ja. Willkommen! Der Tresen redet mit mir. Lieben Samen. Kartoffelsamen, Gurkensamen. Sehe zu jeder Jahreszeit, außer im Winter. Rübensamen, Kartoffel, Gurken. Ich würde sagen, erstmal Rübensamen. Samen. Und zwar. Zwei Stück. Vielen Dank! Brauchst du noch etwas? Nein, vielen Dank. Ja, wenn ich jedes Mal, wenn ich Samen kaufen will, hier rüberlatschen muss. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also wie gesagt, Harvest Moon ist ehrlich gesagt eigentlich nichts für mich, weil es mir viel zu komplex ist. Also das hat so eine Komplexität, die ist mir schon mal zu komplex. Das ist mir ja zu frei. Und ich glaube, ich werde es nur noch kurz weiterspielen und wisst ihr was, dann spielen wir glaube ich Art of Forum mal. Wollte ich zwar eigentlich Let's Playen, aber scheiß drauf. Wir spielen anderen Trash, können wir eigentlich auch machen. Und ein anderes Epic mehr gespielt, habe ich irgendwie gerade Lust drauf. Noch ein Stündchen. Dann mache ich jetzt hier nochmal schnell hier. Hallo. Wie läuft das mit dem Versand? Ich zähle auf dich. Okay, ja. Ich will jetzt erstmal hier kurz. Also ich brauche. Sichel, Gras, Unkraut, genau. Und Hammer, Axt. Ich kann nur zwei Sachen tragen, ist ja doof. Entschuldigung. Nehmen wir erstmal nur das mit. Ich sehe erstmal ein bisschen was. So, wir gehen erst nochmal L und B, ne? Genau, so. Achso, das geht auch so. Es gibt auch erneuerbare Pflanzen. Ja, es ist echt komplex, weil man für alles irgendwo nachschauen muss. So, flop, flop, flop. Oh, es wird schon wieder Nacht. Das ist unschön. Hopp, hopp, hopp. So, das sollte erstmal reichen. Dann machen wir den Steiner noch weg. Dann Hammer. Voll der Hammer. So. Bam. So. Ja, jetzt brauche ich meine Hacke. So. Axt. Hacke. So. Zwei habe ich noch. Das mach mal hier. Und hier. Und jetzt heißt das glaube ich 4x4 gemacht. Ich probiere es mal so hier aus. Nein! Ich wollte. Nein! So wollte ich genau. Genau, jetzt habe ich ein Feld wahrscheinlich verdämpert. Scheiß drauf. So, okay. Ich meine, ich glaube, ich speichere automatisch, wenn er schlafen geht, ne? Das war's für heute, ja. Speichert er jetzt, oder? Wenn nicht, speichern wir jetzt einfach... Bup. Per Save State. So. Ist da was, dann werde ich mich jetzt erstmal noch was anderes spielen. Ist mir grad ein, für die Uhrzeit ist es auch ein bisschen sehr komplexes Spiel. Dafür und habe es nun mal sowieso immer mehr viel zu komplex und das normale Gameboy habe es nun könnte ich vielleicht auch irgendwann mal spielen, ist zumindest nicht so derbe komplex und das habe ich auch früher gerne gespielt, aber das normale war mir dann doch zu viel des Guten. So, ich würde sagen, die anderen Spiele, die da unten stehen haben, die sind mir jetzt alle viel zu lang. Ich will es einfach mal irgendein Trash mal spielen, wo ich einfach mal lachen kann, wo ich einfach mal mich drüber aufregen kann. Spiele, Maker-Spiele, LP Together, Maker,
Und zwar, was haben wir denn alles hier rumliegen? Also, ich mache mal kurz hier eine Window Capture. Da, genau, so. Ich weiß nicht, ob man genug erkennen wird. Ich hoffe zumindest mal. Was macht denn Fullscreen? Ah ja, du kann man eigentlich lesen, glaube ich. Ihr könnt euch mal gerne ein Spiel aussuchen, wenn ihr wollt. Also ich werde mal kurz. Chrono Trigger habe ich übrigens Chrono Trigger bitte nicht. Das ist zwar totaler Rotz, aber ich habe den ersten Teil nicht gespielt. Und ich würde gerne erst den ersten Teil kennen, bevor ich da irgendwie mir Gedanken drum mache oder das spiele. Das habe ich mal kurz angespielt. Und ja. Die Down Song soll übrigens auch Chesra ziemlich gut sein. Die Reise nach Norden soll auch gar nicht so schlecht sein. Crossing of the Past, In Legacy. Episches Monster Dungeon Erkunderspiel, das ist ein bisschen sehr grindy gerade. Eroberung ist übrigens der dritte Teil von der Dingensreihe, von der Alter, das viele Maps. Oh mein Gott. Ist der dritte Teil von Helden und so weiter. Eterna. Vorher Mitternacht muss es nicht gerade sein, das ist auch viel zu lang. Rebellion, das ist kein schlechtes Spiel. Aber es ist Mondlichtskinder, nee, gerade nicht. No Quest. Und ich glaube, es sagte, ist gerade weg. Holy Trinity. Jurassic Park. Das sind dann Legend of Close mit Legends Saga. Licht of Finsternis. Conquest Man's Best Friend. Was zum Fick. Miyaka. Mistakes. Moloch City. Nebulos. Das ist kein schlechtes Spiel. Onyx. Pokémon Dawn. Stardive Vollversion. Tomavan muss nicht unbedingt sein. Das ist auch zu gut, um Trash zu sein. Was haben wir denn in 2K3 drin? Complete Chaos, Home Far Away. Antarktika, oh Gott. So. Checking of Retribution, Chrono Alter. Haus. Sag mal, wir hatten doch gewesen das Spiel Faces of Death oder so. War das hier F bei F? Final Fantasy Dreams. Oder war das bei 2K3? 2K gewesen, F. Da, Faces of Death war das, glaube ich, gewesen. Das hat 1000 Maps, aber ich glaube, das ist eher Trash als alles andere. Ist was, wir gucken uns das jetzt mal an. Faces of Death. Das ist, glaube ich, mächtig gern Horror. Von daher. Ist vielleicht ganz lustig. Wenn der Katscher kommt, mal was im Back. Ist eh nur noch Gameboy mit drin, dann spielen wir das. Ist noch ein Stündchen und dann mache ich Schluss für heute. Dann muss ich das wieder auf die Projekteliste das hier packen, aber naja. Oh Mann, mich hat schon wieder ausgehauen. Ich glaube, ich mache heute Schluss. Ich bekomme schon nicht mal die Hälfte mit, weil es mich dauernd raushaut. Okay. Dann bist du auch nur noch der Einzigste. Heißt das. Ich würde jetzt noch etwas Maker Trash spielen. Gameboy ist jetzt weg, weil er immer hat. Jetzt nicht eine Stunde zuschauen. Jetzt mache ich so. Ich frage einfach mal Schwester. Weil sonst ist ja kein anderer von den Leuten online. Auch von den Stream-Leuten. Nee, ich wollte demnächst schlafen gehen. Na gut. Dann würde ich sagen, lasse ich das aber mal fürs nächste Mal schon drüben auf der Festplatte. Und dann mache ich jetzt erstmal Schluss für heute.
Gott. Morgen, falls du jetzt noch da bist, Gameboy, morgen bin ich, also morgen streame ich wieder, auch wieder um 22 Uhr nach Matze. Und ja, mal sehen, vielleicht läuft es ja morgen besser. Ich weiß nicht, was da irgendwie bei euch immer schief hängt mit Twitch. Das nervt mich selber. Übelst der Kanone, ey. Weil ihr seid auch die Einzigen, die regelmäßig reingucken. Sonst habe ich ja kaum Leute, die zu gucken. Was ich blöd finde. Ich habe natürlich auch heute vergessen, das Streamforum mich da zu melden. Ach, scheiß drauf. Na dann. Ach, Korax. Na moin. Was heißt schon vorbei? Ganz schön. Bis 1 machen. So, ja, damit ich jetzt mit der wegen den Delay. Wenn du jetzt doch noch da bist, Korax, dann könnte ich ja doch noch eine Stunde machen. Jupp, Gameboy, dann sehen wir uns morgen dann wieder. Dann werde ich jetzt Korax. Ich wollte jetzt mal zur Abwechslung mal ein bisschen Maker Trash spielen. Falls es dich nicht stört, mal was wir drüber lachen können. Mafia 2 habe ich jetzt gerade nicht so den Bock drauf, weil Freak ist ist gerade so eine Stelle, die ist ein bisschen schwieriger. Da habe ich jetzt gerade nicht so Bock drauf. Dann würde ich nämlich jetzt mal den Epic Maker 2000 anschmeißen. Und wir spielen nämlich jetzt Faces of Death. Ein Spiel, was schon mal sehr gut. Was habe ich das geschlossen? Bin ich doch blöd. Faces of Death. Lachen ist immer gut. Ja. Ich habe keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht. Ich weiß nur, dass es irgendwie auf Horror macht. Und das Spiel hat 1000 Mets. Oh. Willst du mich verarschen? Herstellen. Mein Norton hat gerade die Harmony DL gelöscht von dem Spiel. Also die Harmony DL, du weißt es ja nicht, Korax. Die Harmony.dl, das ist die Datei, die Epic Maker 2000 und 2003 nicht. Der Epic Maker 2000 braucht, um Sound wiedergeben zu können. Ohne die kannst du keinen Sound wiedergeben, wenn du die nicht hast. Und die hat er gerade gelöscht. Mein Norton. Und immer nur reinkommen, es meldet sich Norton. Das ist, glaube ich, irgendwie. Ja. Faces of Death. Alleine schon die Vampire Storm Musik zum Anfang ist ja mal richtig geil, oder? Ich muss mal kurz hier eben den im Dashboard was ändern. Da steht nämlich noch Harvest Moon drin. Ich habe vorhin nämlich im Listenkurs Harvest Moon angespielt, also Friends of Mineral Town angespielt. Und das war mir doch ein bisschen zu komplex. RPG Maker. Mein Harvest Moon war mir schon immer zu komplex gewesen. Das ist übrigens immer fein gewesen. Der Gameboy-Teil, ja, also der allererste Gameboy-Teil, der war gut, aber. Hashtag Business Norton. Ja. Dann würde ich mal sagen, an die lieben Leute, Epic Mega Horror Trash höchstwahrscheinlich. Faces of Death. Allein schon der Title Screen. Findest du denn die ganzen selbstgemachten Games? Die sind im RPG-Atelier. Ist das? Das ist eigentlich jetzt die größte Epic Maker, deutsche Epic Maker Seite, weil. Was? Oh, ich sehe gerade noch, ich muss noch kurz was ändern. Und dort kannst du im Forum ist dort ein Archiv, ein Dropbox-Archiv, wo die ganzen Epic Maker Spiele oder sehr viele Epic Maker Spiele, die jemals von der deutschen Community gemacht worden sind, findest du dort alle. Trash wie auch gute Spiele, das heißt also, dass auch manchmal dort auch natürlich auch sehr viel Trash vertreten ist. Ist ja klar, der Epic Maker ist es nicht unbedingt das Garant für gute Spiele, das ist normal. Deswegen, ich habe die alle mal runtergeladen und habe da jetzt hunderte von Spielen, die ich alle mal für das Together explain wollte. Und natürlich jetzt auf den Stream. Also allein schon der Titel, also der Titelbildschirm, gibt mir schon irgendwie so Gerät zu diesem mit dieser geilen Schrift. Kannst du mir bitte den Link über Skype schicken? Jupp, kann ich machen. Wollte ich mal eben kurz machen. Das ist ja kein Problem. Korax. Weißt du, anders als du, mache ich sowas auch im Stream. Ich bin voll die Trolle, ne?
Nein, ich meine, das ist nicht.